Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die nächste Box ist da. Sie ist da. Die Goodie Box. Die in einem wunderschönen Grün ist, was natürlich zu meinem Look jetzt gerade passt. Und dazu möchte ich gleich was sagen, denn ihr seht es, ich habe einen wahnsinnig schönen bunten Look. Also ich hoffe, ihr könnt es von da aus sehen. Und zwar habe ich eine Videoreihe geplant mit ein paar YouTubern zu Ostern, damit wir euch ein bisschen unterhalten können. Haben wir 6 Tage lang jeden Tag, jeder YouTuber hat einen Tag, an dem er sich ein Thema für euch überlegt hat, um euch schön durch die Osterzeit zu begleiten, schön auf Ostern vorzubereiten, ja, und euch ein bisschen Freude zu bereiten, logischerweise. Und ich habe mich dazu entschieden, einen Osterlook zu machen. Und da ich an Ostern immer um bunte Eier denken muss, muss das ein bunter Look werden. Und wenn ihr wissen wollt, was ich und meine YouTube-Kollegen geplant haben und wie ich den Look geschminkt habe und mit was ich ihn geschminkt habe, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Würde mich auch sehr freuen. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser wunderschönen Box. Bin gespannt, was drin ist. Finde ein bisschen schade, dass die Box dieses Mal ein bisschen kaputt ist. Aber ich werde sie trotzdem als Schubladenelement hier verwenden. Aber okay. Und die werden wir jetzt miteinander öffnen. Bevor wir sie aber öffnen, schaut natürlich oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr natürlich nach diesem Video vorbeischaut und einfach mal mitmacht. Wir machen die Box auf. Es sieht auf jeden Fall, und es ist bei der Goodie Box irgendwie immer so, noch sehr wenig aus. Aber ist meistens nicht schlimm bei der Goodie Box. Es ist bei der Look Fantastic und bei der Glossy Box nur so, dass die immer, die haben ja so ein Zeug mit drin und das hat die Goodie Box nicht. Was ich gar nicht so schlimm finde. Oder? Ja. Wundert mich, dass die Sachen dann nicht kaputt gehen tatsächlich. Auf jeden Fall haben wir die Box Back to Nature und, Sharing is Caring. Bravo, du stellst dich mit deiner Goodie Box diesen Monat selbst auf die Prio-Liste. Kennst du jemanden, der sich auch etwas, das ist die gratis Goodie Box für 50% Rabatt. Ja, den Rabattlink habe ich euch tatsächlich schon seit einer Weile unten reingeschrieben. Das heißt, wenn ihr eine Box bekommen wollt, könnt ihr meinen Code verwenden und dann bekommt ihr sie um 50% billiger. Ich komme dafür Goodie Points gut geschrieben und kann damit die nächste Box zahlen, beziehungsweise ich würde natürlich Boxen für euch bestellen zum Verlosen. Ich habe tatsächlich mit meinen Umfragen jetzt schon eine Box erspielt, bin nur noch am Überlegen, wann ich eine bestelle, beziehungsweise welche ich bestelle und dann an euch verlose. Aber da wird auf jeden Fall die nächste Zeit was kommen. Putting Myself First Box. Seit über einem Jahr haben wir uns darauf konzentriert, uns umeinander zu kümmern. Wir haben uns auf unser Umfeld konzentriert, wir haben uns darauf konzentriert, Abstand zu halten. Und während all diese Dinge immer noch sehr wichtig sind, glauben wir, dass wir uns ebenfalls auf uns selbst konzentrieren müssen, um weiterhin anderen etwas zurückgeben zu können. Die Putting Myself First Box ist daher eine kleine Liebeserklärung an die Selbstfürsorge, an gute Nährstoffe, an die kleinen Freuden im Leben und an sich selbst. Diesen Monat nehmen wir dich mit auf eine Reise zur Belebung deiner Sinne. Mit pflegenden Produkten, die unsere Haut reinigen, wiederherstellen, glätten, erneuern und rundum verwöhnen. Es ist Zeit, sich etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Dein Goodie Box Team. Auch wieder mega geschrieben, wie immer. Und dann gucken wir, was in der Box drin ist. Das erste ist bestimmt eine Maske. Oder nein, das ist ein Flyer. Weil es so dünn war, dachte ich, das ist eine Maske. Und zwar von Nextory. Bei Nextory kannst du dich entspannen und bei guten Geschichten abschalten. So, Nextory ist, denke ich mal, sowas wie Podcasts. Kann das sein? Oder Geschichten? Okay, und da bekommt man irgendwie die App jetzt kostenlos. Kostenlose Audiobooks und E-Books für 60 Tage. Ah ja, okay. Finde ich an sich eine coole Idee, aber werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Ich lese lieber meine Bücher so. Dann haben wir eine Tube, und zwar von Moshi Moshi meint mal wieder was. Und zwar Mind Hand Sanitizer. Sand Geranium. 70% Ethanol, 40 ml. Wir wissen es, Desinfektionsmittel wird immer noch gebraucht, leider. Und deswegen ist es natürlich auch nicht schlecht, dass es drin ist. Meins im Auto ist jetzt dann leer. Und dann kommt erstmal eins von DM rein, das ich mal geschenkt bekommen habe zu einem Einkauf dazu mit der App, das aber tatsächlich nur nach Wasser riecht. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich tatsächlich was bringt. Aber okay, steht Desinfektionsspray drauf. Finde ich aber nicht schlecht, kann man auf jeden Fall brauchen. Ist auf jeden Fall eine Full-Size, Moshi Moshi meint, Hand Sanitizer. Ich wusste auch nicht, dass die jetzt, die haben zwar Pflegeprodukte, aber dass die auch Desinfektionsmittel haben. Kostet 11 Euro, würde ich nicht ausgeben. Also 11 Euro für Desinfektionsmittel, nein. Das luxuriöse Hände-Desinfektionsmittel mit Moshi Moshi meint,
ist weitaus mehr als nur ein Desinfektionsmittel. Es ist ein innovatives Produkt, das sich nach ein paar Sekunden in eine Feuchtigkeitscreme verwandelt und deinen Händen Feuchtigkeit und Schutz verleiht. Say what? Es enthält Shea-Butter, die die Haut regeneriert und beruhigt. Und Süßmandelöl, das dafür bekannt ist, die Haut weich zu machen und mit Feuchtigkeit zu verzorgen. Zusammen wirken sie Wunder auf deiner Haut und verhindern, dass sie austrocknet. Nutze 1 bis 2 Tropfen pro Anwendung. Ja, dann ist es schon irgendwie wieder eine coole Sache, wenn es gleichzeitig pflegt. Meine Hände sind eh so wahnsinnig trocken. Ich verwende das leider viel zu selten, dann ist es für mich tatsächlich nicht schlecht. Finde ich schon wieder cool. Werde ich sehr gerne verwenden. Dann haben wir eine Tube. Schon wieder eine Tube. Und zwar von Marie Stella Marie Care of Water, ein Lip Balm. Moisturizing and Repairing. Aber hat keine Farbe, oder? Care for you, care for water. Nein, glaube ich, hat keine Lippenfarbe. Steht auf jeden Fall jetzt nichts drauf. Wir gucken, was hier drin steht. Marie Stella Marie Lip Balm kostet 12 Euro. Würde ich auch nicht ausgeben. Ein 100% natürlicher feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam, der Shea-Butter, Mandelöl und Jojobaöl enthält und trockene Lippen wieder weich macht und hydratisiert. Er zieht schnell ein, verklebt nicht und hat einen dezenten Duft von Eukalyptus und Menthol. Voll meins, ich liebe Menthol und Eukalyptus. Macht ihn wieder ein bisschen besser. Perfekt für trockene Lippen, die einen kleinen Minzboost brauchen, um sich für den Frühling vorzubereiten. Das finde ich wieder cool. Also ich mag zum Beispiel auch den Minz-Eos am liebsten. Mag ich mega gerne. Deswegen glaube ich, wird das schon ein sehr toller Lipbalm für mich sein. Finde ich toll. Obwohl ich trotzdem keine 12 Euro dafür ausgeben würde. So, dann haben wir etwas in einer länglichen Verpackung und zwar Flick Stick Nourished with Blackberry Extract. Keine Ahnung, irgendeine Wurzel. Irgendeiner Wurzel und da gucken wir jetzt auch rein. Das ist ein Eyeliner. Interessanter Eyeliner. Den werde ich aber zulassen, weil ich denke, dass ich den euch verlosen werde. Ich muss nämlich erst meine Eyeliner hier aufbrauchen. Boah, die sieht echt cool aus. Cooler Eyeliner. Und zwar ist das auch eine Full-Size, logischerweise. Ach ja, und der Maria Stella Marie Lip Balm war auch ein Full-Size. Kostet 15 Euro. Hätte ich auch nicht ausgeben. Würde ich auch nicht ausgeben. Ist mega teuer. Bekommt ihr aber trotzdem. Dieser schwarze Flick Stick Eyeliner ist vegan und frei von Parabenen. Er sorgt für seine Pinselspitze für einen absoluten präzisen Lidstrich. Wäre natürlich schon cool. Die Pinselspitze ist flüssig, einfach in der Anwendung. Trocknet schnell und verschmiert nicht. Halleluja! Ganz egal, ob du einen klassischen Lidstrich oder einen Winged Look oder das typische Cat-Eye bevorzugst. Der Wow-Effekt ist dir sicher. Ja, hört sich schon toll an. Ich würde ihn tatsächlich sehr gerne testen, aber ich habe noch so viele hier. Und die trocknen mir sonst aus, die muss ich zuerst verwenden und deswegen wandert der an euch. Wird bestimmt nicht der letzte Eyeliner in dieser Box gewesen sein und ich habe gerade die Goodie Box Crush Edition ausgepackt und auch da war ein Eyeliner drin, auch wenn mega cooler. Der geht auf jeden Fall an euch, der wandert in eure Gewinnerbox. So, dann haben wir, ich denke, eine Maske und zwar Star Skin VIP 7 Second Luxury All Day Mask. 7-in-1 Miracle Skin Mask Pads. Okay. Hä, sind da jetzt 2 drin oder? Nein, das hat 2 Seiten. Und wie wendet man die jetzt an? Okay, muss ich nachlesen. Keine Ahnung. Starskin ist auf jeden Fall cool. Starskin VIP 7 Second Luxury All Day Mask. 32,50 kosten 18 Stück. Also das ist plus 1, denke ich mal. Ja, ein Treatment. Das wird natürlich weniger kosten. Ich rechne es euch aus. Diese All Day Mask von Starskin ist eine luxuriöse Beauty-Innovation, die eine 7-stufige Hautpflegeroutine in einen einfach anzuwendenden Maskenpad kombiniert, das sofort für frische Haut sorgt. Perfekt, wenn du spät aufgewacht bist und wenig Zeit hast. Einfach Gesicht reinigen und trocken tupfen. Mit der perligen Seite die Haut 7 Sekunden lang sanft massieren. Anschließend umdrehen und das restliche Serum einklopfen. Ideal vor dem Auftragen von Make-up oder als Powermaske über Nacht. Das ist ja cool. Also 2 Seiten, ich habe jetzt das verstanden. Auf einer Seite, perlige Seite ist für mich eine Peeling-Seite, würde ich jetzt sagen. Und auf der anderen Seite dann eben zum Einklopfen eine weiche Seite. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber werde ich sehr gerne testen. Und dann dürfte noch ein Produkt sein, und das ist ein großes Produkt. Es ist wieder eine Palette. Schon. Und zwar, von welcher Marke? Phase Zero. Da hatten wir auch was in der Crush Edition drin. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, auf jeden Fall vorbeischauen. Aber finde ich cool, dass wir jetzt da auch ein Phase Zero Produkt drin haben. Und zwar diese wunderschöne Palette. Eyeshadow and Blush Palette. Die sieht ja mega schön aus. Seht ihr das? Die hat so Glänzschrift drauf, kann man das sagen? Glänzende Schrift. Und schön aus. Die sieht echt schön aus. Seht euch das an? Seht ihr das? Wir haben hier einmal einen sehr, sehr schön aschig wirkenden Bronzerton. Einmal einen wunderschönen Blush.
auch wieder so ein bisschen leuchtend und wahnsinnig schöne Lidschatten. Einmal einen dunklen Ton, den könnte man jetzt rein theoretisch auch zur Grundierung hernehmen, einen schönen rosanen Ton. Sehen auf jeden Fall wahnsinnig schön glitzernd aus und wenn die so gut pigmentiert sind, wie sie hier sind. So, jetzt war leider die Speicherkarte voll. Also, wir waren bei der Palette. Wo habe ich die hingelegt? Hier. Palette Phase Zero Bare Necessities Eyeshadow Palette kostet 39,50 Euro, also knapp 40 Euro. Die Palette, wenn die nicht pigmentiert ist, dann aber hallo. Aber wie gesagt, ihr seht es eh in den Swatches. Baloo, unser Lieblingsbär aus Kindertagen aus dem Dschungelbuch. Wusste bereits, wie wichtig Bare Necessities sind. Und genau deshalb lieben wir den Namen dieser Palette. Wusste ich gar nicht, dass der das gesagt hat. Mit dem Mix aus matten und schimmernden Lidschattenfarben bist du für jeden Tag- und Nachtlook perfekt gestylt. Und als Sahnehäubchen hat Phase Zero auch einen Bronzer und einen Rouge beigelegt. Was sie zu einem All-in-One-Make-Up-Palette macht, perfekt für deinen alltäglichen Glam. Toll. Mega toll. Ja. Ich gleich wieder rein. Mega! Ihr wisst es, ich liebe Paletten und das meine ich. Also wir haben jetzt nur dieses dünne Papier und auch diese dünne Umverpackung vom Goodie Box und trotzdem ist es heil angekommen. Wie machen die das? Bei Glossy Box ist schon öfter was kaputt angekommen im Gegensatz zu dieser Box. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, das war jetzt das letzte Produkt. Wir gehen nochmal durch. Palette finde ich mega, bin ich sehr gespannt drauf, wie die ist. Dann einmal den Hand Sanitizer finde ich auch mega, kann ich auf jeden Fall brauchen. Auf das Star Skin Produkt bin ich auch sehr gespannt, kann ich mir so jetzt noch nicht vorstellen. Dann einmal das Lippenprodukt mit Menthol bzw. Minze finde ich auch mega. Wird auf jeden Fall gleich in meinen Schminktisch wandern oder neben mein Bett, ich glaube neben mein Bett. Und einmal den Eyeliner, der wandert in eure Gewinnerbox, weil ich einfach schon genug Eyeliner habe bzw. die erstmal aufbrauchen muss, deswegen bekommt denn ihr. Auch wenn ich ihn echt gerne testen würde. Aber nein, den bekommt ihr. Das war es auf jeden Fall wieder mit der Box. Was sage ich allgemein zur Box? Sie war wieder toll gefüllt. Wir hatten dieses Mal, normalerweise ist doch immer, nein, das war glaube ich bei der Look Fantastic Box, dass immer bloß ein dekoratives Produkt drin ist. Ja, aber es sind auf jeden Fall 2 dekorative Produkte drin gewesen und 3 Pflegeprodukte. Da kann man sich nicht beschweren. Es ist eine schöne Mischung und Elite-Charme-Palette. Das wertet die ganze Box aus. Also ich finde die toll. Ich finde die wieder mal wahnsinnig toll. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr von dieser Goodie Box haltet. Und ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Unten auf dem roten Abonnier-Button würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!